Hey, it's me. Ich glaub schon. Come on, man. So like. Morgen, ich dachte, es wäre am Montag. Ah, nee! Am Montag ist das Festival, das ist Feuerwerk überhaupt. Morgen ist das morgen ist Festival und am Montag ist das Feuerwerk, sowas, ne? Na ja, klar, so ein Lohnangebot lehne ich halt nie ab, so, ne? Das ist aber wirklich. Diese Motivation habe ich halt wirklich auch immer. Dass ich wirklich sage, ne, wir treffen uns jetzt, es wird nicht regnen. Und ich hatte wirklich auch schon oft so die Gelegenheit, dass dann so, ich bin halt so bei Regen so losgegangen und dann so kurz vor dem Treffen ist der Himmel klar geworden. Das hatte ich schon so ein paar Mal so. Das Regen ist für mich nicht unbedingt ein Ablagegrund. Aber ja, ne. Wenn man halt wirklich 100% darauf angewiesen ist, dass das Wetter gut ist so die ganze Zeit, dann klar schon so, aber wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Let's turn in for the night. Naja, süße Katze, du. Shit. Süße Morgana, du. Naja. Der liebt das Katzenleben aber auch richtig. What's up? What? Why are you staring at my face? Ryuji, I have a favor to ask. Geht's um Showtime oder was macht ihr jetzt? A favor? Sure. You need some money for food or something? Not this time. I've actually been mulling over a new battle tactic for a while now, and I'd like for you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Oh, a new move? That sounds badass. I totally want in. Der Ryuji ist der erste, der zwei hat, weil er jetzt das dritte Showtime hast du bekommen, ne? Und Ryuji hat ja schon eins. Well, it's merely a rough idea at this point, but. What do you think? Wasn't that like way more detailed than some rough idea? Huh. I don't deserve such praise. I would merely prefer to add a splash of beauty to an otherwise barbaric battlefield, so to speak. Sick! So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? We should consult Jose about this soon. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Same here. Deren Showtime hat doch alles mit Essen zu tun, ich bin gespannt. It's so hot. Kein Regen, ne? It's as if we're walking around in an enormous sauna. Whose bright idea was it to come here? Yours. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. A TV crew, huh? Wir dürfen nicht im Fernsehen landen. We should grab our kebabs and get out of here. Ah, let's interview those three. Hey, is she talking about us? What the? Geht halt weg, so, ne? What do we do? Wir sollten hier verschwinden. That would just make us appear even more suspicious. Eigentlich nicht so, weil keiner hat Bock, im Fernsehen zu sein. So, keine Ahnung. They got us. Oh, hell. Okay, I'm gonna ham it up, make some real cringy comments, so I can't use any of the footage. Hello. It sure is hot today, huh? Oh, for sure. Yeah. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers? I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just. Er müsste sagen, wir sind Veganer, sonst würde das eigentlich nicht sein. Eigentlich ganz gut passen, so, ne? Well, thank you very much for your time. Ooh, that was too close. That was truly cringeworthy.
But are you certain that they won't air any of it? Wie nennt man das? Die Fails rein, die Failaufnahmen. I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. More important than that though, it's time to get some meat. Oh, right, my kebab. The lines for the food stalls were even more insane than the heat. Standing around in this sweltering heat was rather trying. And almost all the good stuff was already sold out. And I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. Weil wir zusammen sind. That's pretty poetic, dude. Moment, nicht ein Eis, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Reis mit Tierblut oder irgendwie sowas, ne? Well, we came all the way out here, so we might as well go check that thing. Und keine Ahnung, Ryuji hat asiafood.exe. Und Yusuke kauft sein Essen ab. What thing? I heard they're building some kind of huge ass stadium or something nearby. Wait, was that what it was? Um ehrlich zu sein, ich musste, als ich den Hintergrund gesehen habe, an dieses riesige Stadion, was gebaut wird, tatsächlich auch denken. Aber ist es auch das, wirklich? Aber ja, ich musste daran denken, tatsächlich auch schon. You don't know what you're talking about, do you? A stadium? Well, such buildings often have intriguing architecture. I'd love to see it for personal reference. Yeah, then come on, let's go! Weil wenn die richtige Pfeiltasten drücken, nix. Ich darf halt nur nicht, Ja, genau. So, that's it? They barely even started? Sie haben doch gerade erst angefangen. We seem to be premature spectators. I guess this is what people call jumping the gum. Jumping the gun. Eh, there ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Hm? Hey, isn't that Yoshizawa? Was ist denn hier? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meet earlier. Ain't you guys headed home? Geh schon mal ohne mich vor. Well, see you then. Yes, catch you later. Senpai? Was für eine angenehme Überraschung. Yes. Did you come to see the stadium too? Same here. I needed to give myself a pep talk. Stimmt etwas nicht? Sometimes when things get me down, I come here. Although that doesn't really answer your question, does it? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Darf ich dich was? Ja? Kasumis Augen sehen etwas rot und geschwollen aus. Ich sollte sie besser begleiten. Nee, ich gehe jetzt. Tschüss. That was delicious. Also mal viel essen ist ja eine Sache, ne? Aber im Restaurant so viel zu bestellen ist doch laut teuer. Das habe ich gerade erlebt. I'm always like this after a meet. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance. Und deine Geldbörse. War es das wert? Simply put, it was a disaster. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. Hört sich übel an. Yes. Ich habe really hit a wall with this. Something similar happened to me in middle school, but back then I had someone by my side that kept me going. Wen meinst du?
I have a younger sister. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. But this spring, she died in an accident. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. I've really been throwing myself into practice, but I wonder if even that won't be enough. Es ist noch nicht vorbei. Senpai, you're right. It's just getting started. You just keep on rescuing me, don't you? Okay, no more brooding. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Thank you so much for listening to all that. Now I feel like I've been recharged, mind, body, and spirit. Well, at least my mind and spirit are recharged. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. Werde ich mir merken. Aber wer sind die Kerle? I'm back. Wie konntest du nur Assassin? Was ist los? Warum hast du mich da nicht eingeladen? Sie zeigen es im Fernsehen, Ey, weißt du, wo das im Dezember heißt? Das war, dass Yusuke und Lamina knien sind. Das mit Sakamoto, der ein paar echt schräge Dinge sagt. Mission. Mission gescheitert. Ich kann mich halt wirklich in Mishimas Rolle versetzen, so. Ich fühle das halt echt sehr, weil ich so von der Situation auch wirklich oft erlebt habe, so einfach ausgeschlossen zu werden, so ein bisschen. Naja. Das passt eigentlich so gar nicht mehr bezüglich unseres Fortschritts, mit Mishima, so, nur eigentlich, das passt so nicht mehr. Oh, man. Boah, 4 Mates. Fotos, okay. Okay. Und da Reis mit Schweineblut. Sorry. Ich habe eine Anfrage, okay. Das ist eigentlich ein bisschen Film ansehen. Noch ein Bericht von mir. Herr Mishima, noch eine Anfrage. Ja, das machen wir gleich. Und Arn will sich Pillmann schauen. Aber wir sagen, nee, sorry Arn. Ich muss zu meiner Wahrsagerin. Also ich glaube noch immer an die Existenz des Schicksals. Ich meine, die Schicksale, die ich vorhergesehen habe, haben eine sehr hohe Eintrittsrate, aber meine göttliche Macht ist wohl nicht vollständig absolut, was? Wagst du noch einen Versuch? Natürlich, aber das würde gewiss nur in einer Enttäuschung enden. Weißt du, ich habe mich schon oft gefragt, ob man das Schicksal wirklich verändern kann. Aber ich bin immer zu dem Schluss gekommen, dass das jenseits unserer Kontrolle liegt. Fast wie die Naturgesetze ewig unmöglich brechen. Und doch können du und andere die Gesetze einfach ignorieren und der Welt ihren Willen auszwingen. Wie kann ich außen so zu jemandem werden, ist das ein Kunden? Vertraue auf dich selbst. Aber an mich selbst glauben, statt an meine Prophezeiungen? So habe ich noch nie, das habe ich noch nie so betrachtet. Diese Stadt findet immer wieder Wege, meine Erwartungen zu unterminieren. Mein Heimatdorf auf dem Land gab es niemanden wie dich, Assassin-Kun. Es war ein kleines, traditionelles Dorf in den Bergen, in dem fast nur ältere Leute lebten. Erzähl mir mehr.
Im Winter ist es meistens eingeschneit und von außen nicht zu erreichen. Das alleine sagt schon viel aus. Die Jugendlichen zwingt man zu striktem Gehorsam gegenüber den Älteren. Nicht explizit natürlich. Ach, unter der Dorfmitte steht ein kleiner Schrein. Dort habe ich... Nein, es ist nicht mehr wichtig. Ich habe das Dorf verlassen, um in diese Stadt zu gehen. Es bedeutet mir nichts mehr. Aber als es nach Tokio kam, fand ich Trost in diesem Schrein. Er stammt von jemandem, der an mich glaubte, obwohl ich nur ein Monster mit komischen Gaben war. Ich verkaufe heilige Steine, um zu helfen, wenn jemand wie ich ein unausweichliches Schicksal hat. Aber jetzt frage ich mich, ob sie überhaupt etwas bewirken. Wenn du konntest. Denn du konntest das Schicksal meiner Kunden ohne einen solchen Stein verändern. Kann man das Schicksal wirklich alleine mit Worten, Haltung und Leidenschaft verändern? Wenn das so ist, brauche ich das hier nicht mehr. Wobei, der Vorsitzende wäre sehr wütend, wenn er das hört. Der Vorsitzende? Nicht so wichtig, vergiss das einfach, okay? Jedenfalls, wenn das Schicksal verändert werden kann, kann man vielleicht sogar meines korrigieren. Bisher ging das nicht, aber vielleicht diesmal. Ich glaube, es wird funktionieren. Ja. Ich freue mich schon auf unseren zweiten Austausch, unseren weiteren Austausch, zumindest bis ich mein Schicksal ändern kann. Ach, und ich werde mir bei den Prophezeiungen für dich besonders große Mühe geben. Dankeschön. Until next time. Until dawn. Vielen Dank für heute. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich immer noch ein wenig verloren. Jetzt, da ich mit dir über alles geredet habe, fühle ich mich ein bisschen besser. Freut mich zu hören. Ich lerne so viel von dir, Assassin. Ich kann dir nicht genug danken. Danke, dank dir erkenne ich endlich die Wahrheit. Ich hoffe nur, meine Vorhersagen genügen, um mich bei dir zu revanchieren. Ich habe noch kaum Noten bekommen bei ihr, aber reicht fürs nächste Level ab. Also von daher, passt das. Ich würde dir gerne auch direkt zeigen, was bei Level 5 bei ihr kommt. Aber naja, nur jetzt erstmal Feuerwerk. Piepiepie. Hallo, Templar Assassin 689. Vielen Dank für vorhin. Morgen kann ich 110% geben. 110. Ach, Mona. Take your time. Ich komme nackt. An. Ich wurde mal nachgedacht, dass ich eine Brille brauche. Man kann. Ist auch möglich, dass man auch Kontaktlinsen nicht verträgt, so. Das gibt's, glaube ich, auch. Man kann jetzt auch eine Augen-OP machen, aber das ist auch unangenehm. Hat meine beste Freundin mal gemacht. Fand sie furchtbar, aber seitdem brauchst du keine Brille mehr. Also schon erstaunlich, was heutzutage so alles möglich ist. Der macht sich voll Sorgen um uns, voll süß. I'm a Shapeshifter. Ich bin ein Schnacker. Right when we were just about to leave too. Who is it? Akechi. Oh. Schlimmer. Was soll das? Irgendeine verrückte Gruppe will den Phantomen, die man schon den Krieg erklären. Ich konnte das einfach nicht für mich behalten. Ich musste es einfach jemandem erzählen. Das war alles. Es tut mir leid, dass ich dir damit seinen freien Tag versaut habe. Wahrscheinlich Magic, wo wir ja schon aus der Vorblende wissen, dass die jetzt dran sind. Let's think about this after we get back. We don't have much time, so let's get going.
holiday means it's as crowded on here as it is for morning rush hour. Eigentlich sollte an einem Feiertag Lehrer sein, aber ja, es ist halt Feiertag im Sinne von, es ist was los. Plötzlicher Wetterumschwung. Warum sollten die Leute in der Bahn sein, Mona? Ansonsten wären die ja zu Hause, so wäre Feiertag. Wahrscheinlich auch, es müssen gleich Anime-Cutscene kommen. Oh, it's so hard. Benimm dich. Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist. Also keine Ahnung, so 18. Weil nicht 17 Uhr ist es jetzt. Ja, bei 17 Uhr kann es auch recht warm sein. Those girls are way too late. They must be taking time for them to put on the yukata. Why aren't you two wearing one? Got clothes like yukata. Man, you look way too normal in that. People often say that to me. Oh, by the way, the exams. I bet you got a big fat F on them. Arschloch. Shut up. We don't know that yet. Are you going to the fireworks festival? That's right. Us too. Wanna go together? Are we getting hit on? Paul ist ein Schüler nicht dabei, haben die Mädels Bock auf uns. Come on. Let's go together. Do you happen to be a model? You look great in that yukata. Waiting around's a pain, so can we just go with these chicks? Auf keinen Fall. We'll both apologize to the others later. Ich meine, ihr beide könnt gerne mitgehen, dann habe ich An und Makoto für mich. So habe ich kein Problem mit. That's enough. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. Gut gemacht, Yusuke. How could you? Why don't you go after them then? So those are the kinds of girls you like, Ryuji. Ja, ich gucke nur auf Makoto, lass mich. Well, no, that's... You know, Yusuke is such a pretty boy, but he is really missing out because of what he says. I guess. But he's more likable since he stays true to his ideals. Oh yeah. Definitely more than somebody I know. Meint sie jetzt Ryuji oder ihre Schwester? I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Oh, Mona. Oh? Mona, you little... Hey, it's gonna get crowded if we don't get going. Agreed. But, man, you both look amazing in yukata. Talk about Japanese beauty. Boah, ich hab gar keinen Bock drauf, ey. Warum sollte er? Ja.
to get out of the rain, but look how crowded it is. I guess everyone had the same idea. What's up? I think I just saw someone I know. You mean the girl in that black car? Well, she's got a ride. Oh, time to show your skills, Mona. We need you as a car. It's not possible in the real world. Warum nicht? My feet hurt. It's cold. The festival's been canceled. This sucks. We made such a commotion with the public, and this is what we get? Lame. Aren't heroes that lurk in the shadows boring? Starkschatten. Where are you, Moss? Nee, ich bin der Herrscher der Finsternis. I want to change the world with a loud bang, like a huge firework. Then again, we aren't gonna find someone bigger than Kaneshiro that easily. Unwahrscheinlich. The rain is letting up. Though it's regrettable, we should go our separate ways for today. Separate ways? DSC confirmed? Aha. Yeah, let's go home. So you won't tell me, no matter what. I have nothing more to say to you about that. I see. In that case, I have ways of making you talk. Huh? What's that supposed to... Thanks for the drink. Hey, we're not done here yet! Bin wieder da. Yeah, that's obvious. It's past closing time. Clean up the place. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. Der ganze Müll in dem Zimmer. The international activist group Midget has released a statement to the Phantom Thieves. These are the details of the message that are posted on Midget's website. To the Phantom Thieves causing an uproar in Japan. Do not speak of your false justice. We do not need the spread of such falsehood. We are the true executors of justice. Phantom Thieves again? However, we are magnanimous. We will give you an opportunity to repent your ways. If you agree to a change of heart, we will accept you as our own. If you reject our offer, the hammer of justice will find you. Justice, huh? We are Medjid. We are unseen. We will eliminate evil. Akechi-san, why do you think this announcement was made at this time? I don't know the details, but there's no doubt that they were provoked by the Phantom Thieves. Whether it's a sense of rivalry or a simple attention grab, given the recent trends, I cannot say. Regardless, it's quite a nuisance. A nuisance? Both Medjid and the Phantom Thieves are nothing more than groups that uphold an egoistic justice. What a stupid thing they're getting riled up on. Phantom Thieves, huh? What in the world are they? You know about them? Nein. What are they stealing, though? Still having trouble getting that part. Well, it's about time I go home. Make sure you lock the place up. Also, about the stuff in the fridge. Well, I guess it's fine. Just don't use too much of it. Alles klar. Danke, dass ich was essen darf. It's possible that more people like these will continue to appear, due to their influence. In that respect, the Phantom Thieves face a very serious crime. Nicht wirklich. Ach, catchy. Langsam wird's interessant. Aber warum haben die Phantomdiebe ihnen irgendwas getan? Midget Young, mir echt Angst sein. P.
Wir müssen über Majid reden. Der Name scheint von einem Gottheit aus dem ägyptischen Buch der Toten zu stammen. Ich habe es auch in den Nachrichten gesehen. Aus irgendeinem Grund denken sie, dass wir von falscher Gerechtigkeit reden. Genau genommen sind sie Cracker. Sie benutzen das Internet, um auf illegale Weise auf Daten zuzugreifen und sie zu verändern. Majid ist eine organisierte Gruppe, solche Leute, die international anerkannt werden. Ja, das ist dann quasi ein weltweites Ziel, ne? Das macht uns auf jeden Fall nochmal bekannter. Das ist unmöglich. Wir wissen nicht mal, wie viele es sind. Da würden wir etwas mit Recherche, nicht so Infos, zumindest ein Majid kriegen. Angenommen, es funktioniert. Wie machen wir sie dann ausfindig? Bisher wurde ihre Präsenz nur online bestätigt. Das ist ein größeres Problem, als nur ihre Passwörter aufzuträumen. Wir reden morgen mit Mishima. Gehört Mishima zu Majid? Ich hab da so meine Zweifel. Ach ja, Makoto, find doch mal raus, ob deine Schwester ein paar Infos zu ihm parat hat. A world-class target, huh? If we can change Majid's heart, it'll most definitely affect Mementos. Aber wenn wir dann jetzt quasi ein Ziel haben, was so quasi weltweit ist, dann müssten wir ja dann danach ins Weltall gehen, um dann halt noch größere Bekanntheit zu bekommen, oder? Oder? Gut. Was steht denn dran? Habe ich vergessen. Ein Foto. Gönn. Schönes Foto. Pizza-Rapper. Wie die ganzen Pizza-Rapper. Pizza-Rapper? Eigentlich heißt es Paparazzi, aber gut. Pizza-Rapper. Ach ja. What are your thoughts? What? Tell me. Da gibt es die Ergebnisse. Setzt im Charme, ne, den ich hier bekomme. Ja, genau. Ich glaube wahrscheinlich Charme 4 muss ich für Takemi benötigen. Mal Charme 5 wäre dann schon so ein bisschen. Charme 5 brauche ich Spoiler bei Makoto dann später. We were busy. It's not like I could focus on studying. Hey, it's not my fault my scores suck, right? Wer soll sonst schuld sein? You don't gotta throw the truth right in my face like that. Anyways, there's something more important here. Mishima. You wanna ask me something about the internet, right? Yep, I'm gonna be straight with you here. Do you know who Majid is? You weren't kidding about being direct. Well, I suppose the news about Majid and the Phantom Thieves has caused quite the commotion. They started out as hackers of justice, but now they only look out for their own self-interests. That's all I know. They were the group I texted him about yesterday. I see. Nobody's sure who actually belongs to Majid. Das ist doch keine Sommerferien, anscheinend erst nächste Woche dann. Well,
looks like things will be exciting this summer. It'll be the Phantom Thief's world debut, no? Dude. Don't worry. I'll be rooting for the Phantom Thieves. I'll get the forum mobilized as well. Now, if we're done talking here, I really must be going. I'll see you guys later. So, that was fruitless. Wonder if anyone else got any info. No luck. Das mit X, das war wohl nix. It seems like we won't be able to deal with them by ourselves. I know summer vacation is due to begin next week, but I have an unfortunate announcement. We'll be holding an emergency assembly on Monday the 25th. Please come to school that day. Man macht den nicht am letzten Schultag und nicht am ersten Ferientag. Was ist das denn für ein Quatsch? Settle down. We've had many strange incidents. The psychotic breakdowns, students being dragged into crime rings. Hence, Principal Kobayakawa has instructed all teachers to caution the student body. Well, this is inconvenient for us too, you know, having to find things to warn you about so suddenly. Bin ich sicher. Ach, Yoji. Damn, this stuff's really not going so good. Clues on Medjet, huh? Freunde, das letzte Mädchen-Match wird. Da gehen wir nochmal gemeinsam in den Welt-Raum, ne? Kein Event, das ist fein. Ja. Ich denke, wir brauchen ja noch eine Persona, ne? Das war halt so ein Level 30-Ding, ne? Ja, das ist noch einmal anzuleveln sollte bis dahin. Das habe ich mir gemerkt. Guck mal. Ja, anzuleveln, noch einmal leveln, damit die halt eine gewisse Fähigkeit, ja, genau, Dekaya, damit sie Dekaya bekommt. Let us begin the search. Und auf Level 28. I see. A strong persona indeed. Boah. Wir müssen aber mal Koto treffen. Das heißt, ich brauche eine hohe Priesterin. Man braucht erstmal Platz für Hammer. Könnt ihr Hammer noch? It appears it will become something protective. It appears it will become something protective. Fluchring. It appears it will become something protective. Eiger. It appears. So, this is what it will become. Now, be reborn. Schaff mir mal ein bisschen Platz. Und dann hole ich mir eine wunderschöne. Like to read the compendium. These are the paths you have walked. Hohepriesterin. This persona fee is required. This is your power. It's time, inmate. Das Buch brauchen wir, das ist gut, dass wir es haben. Und ja, schöne Taste. Makoto-Mädel, hi. Oh. Ich will ja mich um dich kümmern, so, ne? Wir machen es, wir hängen ab. Thank you. Mal gucken, ich habe irgendwie, ja, Ambitionen. Aber ich sollte demnächst mal aufhören mit dem Aufnehmen. Der Weg nach Sotheim, glauben wir, dass du im Salon nach der Schule arbeitest. Wie ist die Arbeit dort? Was meinst du damit? Aiko. Aiko aus Final Fantasy 9? Bist du's? Du hast diese. Das passiert halt, wenn sie älter wird, verstehe. Ich trage ein Kostüm, aber das war es auch schon. Ach, und ich muss nichts Seltsames tun, wenn du weißt, was ich meine. Das ist alles total egal. I see.
Verrätst du mir, warum du dort arbeitest? Wie geht's dir finanziell? Gut, ich konnte einfach meine Eltern um Geld bitten, wenn ich welches brauche. Ach so. Aber dann würden sie ständig fragen, was ich denn kaufe. Darum arbeite ich im Salon. Ich habe mein eigenes Geld und die Typen, die dorthin gehen, verwöhnen mich total. Es ist doch schön, wenn Leute dir zeigen, dass du was Besonderes bist, oder nicht? Aber ich bin mir sicher, eine Musterschülerin wie du ist das gewöhnt. Also, verpetzt du mich, du hast sogar ein Zeugen mitgebracht. Moment mal, heißt das nicht, dass ihr zwei zusammen in Shinjuku wart? Wie kommt das, Fräulein Präsidentin? Wie kommt das denn, Fräulein Präsidentin? Was ist schon schlimm daran? Sorry. Er hat mich nur begleitet, weil ich was erledigen musste. Ignorieren einfach. Und was dich angeht, ich habe mich nicht vor, es jemandem zu erzählen. Ach, verstehe. Es hüten wir also gegenseitig unsere Geheimnisse. Oh Mann, gerade fällt mir ein, dass dein Typ ein Verbrecher sein soll. Krass, Fräulein Präsidentin. Ich hab doch gesagt, dass es nicht so war. Ich hatte Angst, dass du in zwielichtige Sachen verwickelt wirst. Deshalb hat er mich begleitet. Ah, ich verstehe. Was ich mich gefragt habe, ist das Buchimaru-kun auf deiner Federmappe? Du kennst Buchimaru-kun? Als ich klein war, hatte ich jede Menge Buchi-Sachen. Die waren, da wäre in Erinnerung wach. Moment mal, warum ist der so ramponiert? Die habe ich bekommen, als ich in der Grundschule war. Ich hätte gerne eine neue, aber von Buchimaru-kun gibt es keine Fanartikel mehr. Du meine Güte, wie lustig. Die Schülerratspräsidentin hat eine total niedliche Federmappe. Plötzlich sehe ich dich mit ganz anderen Augen. Eine Wendung um 360 Grad. Eine Wendung um 360 Grad? Ja. Bei Dove ein Gedanke. Ah, keine Ahnung, ich war nur total baff. Hätte ich gedacht, dass Leute wie du auf sowas stehen. Ich dachte immer, du wärst wie ein Roboter, aber vielleicht muss ich dich nur kennenlernen. Hey, gibst du mir deine Nummer? Ich will noch mehr über Buchimaru-kun reden und deinen Freund. Er ist nicht mein Freund. Und gespeichert. Mist, ist schon so spät, muss zur Arbeit. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt, ich bin geschockt. Ich dachte, sie dachte, ich wäre ein Roboter. Nimm sie nicht zu Herzen. Mach ich's nicht. Ich bin mir bewusst, dass man mich so sehen kann. Was Takaus dann um mich gesagt hat, ich glaube, so sehen mich auch andere. Ich dachte, nach der Sache mit Kaneshiro hätte ich mich verändert, aber... Vielleicht nicht genug. Davon abgesehen war es inspirierend, jemanden kennenzulernen, der so anders ist als ich. Ich werde versuchen, die Welt ab jetzt mit anderen Augen zu sehen. Ich hoffe, du bist mir dabei herauszufinden. Also halt dich bereit. Ich zeige dir, wie nützlich ich sein kann. Wenn eine Verhandlung mit einem Kampfsportschatten scheitert, kannst du es erneut wagen. Cool. Alright. Kampfsportschatten. Da ich jetzt ihre Kontaktinfos habe, würde ich gerne ausführlicher mit ihr reden. Vielleicht kann ich ihr helfen, ihre falsche Vorstellung von dir zu revidieren. Und wie immer sage ich Bescheid, wenn es etwas Wichtiges gibt. I'll see you later. Ruf mich bitte an. Danke. Hallo, danke, dass du dich heute zu mir gesetzt hast. Das hat wirklich geholfen. Ich habe von einer Nachricht von Takao-san bekommen. Sie ist ein großer Fan von Buchimaru-kun. Ihre gesamte Kollektion zu sehen war echt verrückt. Sie hat sogar einige Buchimaru-kun-Emoticons. Die versteht euch gut. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ich bin etwas schockiert. Ich hätte nicht erwartet, dass uns so etwas näher bringen würde. Obwohl mir der Laden, in dem sie arbeitet, immer noch ein wenig Sorgen bereitet. Ich werde mich ein wenig mehr anstrengen, um zu ihr durchzukommen. Ich hole mir vielleicht später noch mal Rat bei dir. Jetzt kannst du erstmal gehen. Bis dann und ciao. Tschüssi. You're back. I'm back. Name bedeutet anscheinend der Henker. Aber eigentlich weiß niemand so ganz genau, ob Magic wirklich ein echter Name ist. Man weiß auch sonst rein gar nichts über ihn. Selbst seine Gestalt ist nicht erfassbar.
Ein unsichtbarer Gott, der durch den Himmel fliegt und aus den Augen schießt. Ein schwer zu fassendes Wesen. Seine gesamte Existenz ist ein einziges Mysterium. Die alten Ägypter haben in ihrer Kunst Götter eigentlich immer im Profil dargestellt. Majid aber wird immer von vorne dargestellt. Wenn man das alles berücksichtigt, scheint er ein äußerst seltsames Wesen zu sein. Gut gemacht. Hey, es gibt keinen Grund, beeindruckt zu sein. Hoffentlich waren die Informationen irgendwie hilfreich. Das nicht, aber interessant. So, we still don't have any tangible clues. Hey, hey! Ja, ja. Was haben wir denn hier Schönes? Note. Zeugnis. Was haben wir hier? Intensives Lernen. Büffeln? Hoffentlich bekomme ich eine gute Note. Geht anscheinend auf jeden Fall so um schulische Leistungen, Auszeichnungen, Zeugnisse, irgendwie sowas. Note, was haben wir hier? Schreibgerät ist ein Stift. Füller. Den kriegt über einen Füller. Intensives Lernen. Pauken. Pauken wird so sein. Würde ich nie so nennen, aber gut, ne? Prüfung. Dienst! Ja, okay, Dienst für Beurteilungsgelehrte, das ist dann die Prüfung. Das ist dann die Prüfung. Ich habe sogar noch ein U übrig. Ja, Rackwurz lässt grüßen, das war ein Fantasy 9. Aber ja, ich bin schlauer geworden. Auszeichnung erhalten, sehr schön. Ich arbeite heute. Moa. Hey, guten Abend. Ja, catchy, ja. Catchy eigentlich schon, so catchy, aber sie hat Vorrang. Ja, auf jeden Fall hat sie Vorrang. Aber ja, catchy. Ist eine Sache. Okay, ist keine Sache. Hier geht's zu Shihaya. Wir sollten ja auch noch Fortuna Persona haben, ne? Kloto. Dann gehen wir doch mal direkt dahin. Danach eigentlich sie, ne? Hocharbeiten. Aua, nicht das Mikrofon hauen. Aber dann auf jeden Fall sie hocharbeiten. Das ist auch sehr essentiell. Aber erstmal sie hier, ne? Sehen wir sie als Referenz für deine Ratschläge, die ich meinen Kunden gebe. So kann ich neue Alternativen vorschlagen, statt sie sich ihrem Schicksal fügen zu lassen. Du bist so fleißig. Natürlich. Ich muss ja meine Kunden zu ihrem zukünftigen Ich beraten können. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass ich eine neue Philosophie habe, was das Wahrsagen angeht. Wer überzeugt ist, kann das Schicksal verändern und der Käufer der Heiligen Steine, und die Käufer der Heiligen Steine, denen sage ich kostenlos ihre Zukunft voraus. Ich würde ihnen ja gerne ihr Geld zurückgeben, aber aber was? Naja, störe ich. What? Yokoda? Ist eine Weile her, Jungfer. Was machst du hier? Der Vorsitzende schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen. Und wer bist du? Das ist mein Lehrling. Danke für deinen Besuch. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Schwierigkeiten? Nein, nein, das ist nicht ernst. Jedenfalls ist das privat. Ja. Du musst nicht weiter drüber nachdenken. Warte, machst du dir etwas Sorgen um mich? Ach, das ist süß. Wenn du in meiner Nähe bist, habe ich sehr viel mehr Glück, Assassin-Kun. Dankeschön dafür. Ich spüre große Motivation in Shihaya. Ach ja. Vertiefte eine Bindung mit einem Vertrauten deiner Wahl. Ja, ja, ich kann mir Noten erkaufen. Quasi. Kann die ganzen Leute boosten, bei denen ein Level-Up noch nicht safe ist. Dann treffe ich mich ab sofort nur noch mit Leuten, bei denen halt ein Level-Up safe ist, so.
Goodbye.